Willkommen zurück bei Stronghold 2. Wir haben den Angriff von Sir Edwin sehr schön abgehalten, indem wir einfach von hinten heraus schon mal einen Großteil seiner Truppen niedergeschossen haben, bevor er überhaupt zu unserer Verteidigung gekommen ist, die aber dann auch wie eine Eins gestanden ist. Also Trauben, was machst du denn hier oben? Prüf die Waffe! Nein, hier, wo ist er denn? Komm mal her. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Und da wir jetzt so viel Spaß hier, beziehungsweise so viel Platz haben, so viel alles haben, werde ich jetzt einmal damit beginnen, auch ein wenig. Ja. Feste zu feiern. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen? Irgendwie so. Ich werde hier, glaube ich, einfach nur Schweine produzieren. 3, 4, 5. So, passt schon. Und wir haben ja hier diese Felder, die eigentlich auch ziemlich nutzlos sind, weil ich sie ja nicht brauche. Deswegen werden wir jetzt hier auch diese Ressourcen für die Feste produzieren. So, wir haben es ja hier. So. Ach, ich brauche ja hier auch dann entsprechend eine Burgküche, fällt mir gerade ein. Wo kann ich die mal hinproduzieren? Da. So, und das gleiche natürlich auch hier. Hier werden wir dann Wein anbauen. Das passt da nicht hin, my lord. Ach nee, Hopfen ist ja gar nicht. Hopfen ist ja für meine Leute, fällt mir gerade. Das kann man aber trotzdem eigentlich mal machen. Naja, machen wir es auch mal. So, Hopfen ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Ich kann gar keine anderen Sachen mehr. Ich kann immer nur noch Aale, Gänse und Schweine produzieren. Schade. Oh ja. Was soll es? So. Ne, 3. Die 1. Bogenschützen in Bewegung. 3 kommen mal hier hin. Hier drüben passiert ja relativ wenig. Oh, hier steht eine schön große Truppe. Und ihr hier, das haben wir ja auch gerade übernommen, wie ich sehe. Ihr werdet genau das gleiche machen. Ihr werdet diesmal aber Schweine produzieren. 1, 2, 3, 4. Ich brauche hier oben gar keine eigene Schweineproduktion, sehe ich gerade so. Zack. Kann ich ja alles in den anderen Gebieten machen. So. Und ihr braucht noch einen weiteren. Ihr braucht sogar zwei Fuhrmannsposten. Einen für. Wählt die Güter aus. Die Gänse und wählt einen für die Aale. Und ihr braucht dementsprechend sogar. Unsere Truppen werden angegriffen! Was? Die Männer sind guter Dinge. Näher. Ach so, ihr müsst hier rumgehen, weil das Gebäude im Weg ist. Natürlich passt man auf hier Angriff. Alles wird gut, Männer. Augen auf, Männer. So, alle Truppen sind weg. Hat der hier unten noch Truppen? Nein. Sehr gut. Das ist unseres. Und wie kommen wir denn hier durch? Kann man, wie ziehen kommt los. Man hier hin? Kommt man da hingelaufen irgendwie oder muss man von hier oben durchgehen? Weiß ich gar nicht, wie kommt man denn da hin? Denkt an die Ausbildung! Zeigt mir mal, wie lauft ihr denn? Durch das Moor, na gut, dann macht das. So, hier wollte ich jetzt 3 Fuhrmannsposten bauen. Wählt die Güter aus. Einen für den Alkohol, der hier produziert wird. Und diese Lieferung wird so stimmt. Hier fehlten ja noch Gehöfte. Hier fehlten ja Leute. Wie sieht's hier aus? Genug Leute. Warum habe ich hier Kuhfarm gebaut? Nee, Schweinezucht, warum steht da eine Kuh? Die freut sich ihres Lebens vermutlich. Aus. Wo war das denn? Da. Die haben noch keine. Wählt die Güter aus. Okay, du, wählt Aale, die Menge fortlaufend aus. Hier die Güter hin. Sind auf dem Weg, my lord. Und wenn du hier genügend Gänse hast, diese Lieferung wird kannst du hier auch my lord. Hochbringen. Und ihr hier unten könnt mir auch Gänse produzieren. Gänsefleisch. Nee, Quatsch, Schweine.
1, 2, 3, 4, 5. So. So. Das passt da nicht hin, my Lord. Ja, das ist jetzt wirklich einfach nur noch Bespaßung, da damit hin, wir das halt haben. Brauche ich nur einen gerade. So. Habt ihr das jetzt hier? Ja, doch jetzt bestimmt, die genau. Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Und ihr bringt momentan noch Kühe, also Käse, so heißt das Wort. Käse. Brauche ich gar nicht da oben. Ich glaube, ich habe hier so viel Essen gerade. Oh ja, da brauche ich kein Essen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, wie sieht's denn aus? Habt ihr hier schon mal was zum Transportieren? Wieso produziert er so viel Hopfen, aber kein Alkohol? Bist du voll? Nee. Naja. Vielleicht kann ich hier einfach noch mehr davon bauen. Vielleicht ist da wieder diese Kette so, dass so und so viele Brauereien von einer Hopfenplantage versorgt werden können. Das ist doof, dass ich das nicht vernünftig drehen kann. Wählt die Güter aus. Schweine, wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Und ihr seid jetzt hier, sehr gut. Dann eins. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Genau, das ist schön. Dann haben wir nämlich auch gleich dieses Gebiet und. Habt ihr eigentlich, was produziert ihr eigentlich genau? Unsere Truppen werden angegriffen! Das ist mir logisch, ich hab's hier dahin geschickt. Produziert man noch ein bisschen zu essen hier. Verschiedene. Das passt da nicht hin, ihr sollt ja auch nicht Darben. Falls ihr Darben nicht kennt, schaut in einem Wörterbuch nach, was das bedeutet. Auf die Plätze, Männer! Nein, verdammt, jetzt schicke ich meine Bogenschützen, meine Armbrustschützen dorthin. So. Haben wir das auch. So einfach geht das. In Bewegung. Oh, wir haben nur noch zusammenbleiben. Ganz schön wenig Bogenschützen, sehe ich gerade. Tja, das wird dann wohl mal Zeit, dass wir wieder Bogenschützen produzieren. Wir brauchen eh eine ganze Menge an Bogenschützen, schätze ich mal, um diese Festung von ihm zu stürmen. Aber wir können ja schon wieder 12 bauen. Ach, wir können noch mehr bauen. Wir haben noch nicht genügend Rekruten. Sire. Ja, das ist natürlich ein Argument. So. Du gehst deinen bürgerlichen Pflichten nach. Wie sieht's denn aus? Wird denn hier jetzt schon fleißig? Die Güter aus. Du sollst. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, ja, mein bitte. Lord. Wie sieht's hier aus? Die Güter aus. Okay. Diese Lieferung wird zurückgerufen, nein, mein nicht. Lord. So. Und hier. Wählt die Güter aus. Ah ja, schön. Sehr schön. Diese Lieferung wird zurückgerufen, mein das Lord. Das ist auch in Produktion und wählt ihr habt Güter bestimmt aus. Auch schon noch nicht genügend Schwein. Alter, wählt wie viel die Essen. Güter aus. Schaut euch das mal an, wie viel Essen die haben. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Also können wir doch definitiv mal noch einen weiteren davon hinbauen und dann wählt wirklich hier aus. Käse. Wählt das Ziel aus. Wählt die Güter aus. Dich wählt ich, genau. Die Güter aus. Dass er das jedes Mal wählt sagt, ist schon ein Menge wenig aus. Nervig. Die Güter aufwärts. Sind auf dem Weg, my Lord. Waffen benötigt, Sire. Rekruten benötigt, Sire. Ihr kommt mal nach dort. Marschiert! Sehe ich das richtig, dass hier keine Truppen mehr stehen? Machen. Wurden die weggeschossen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oder sind die irgendwo hinspaziert und machen Stunk? Nö. Also ich sehe jedenfalls nirgendwo Stunk. Ach, das kann ich mir ja kaufen gerade. So, haben wir nämlich auch dieses Gebiet noch. Dann haben wir jetzt langsam alle Gebiete. Der bringt mir Teer, das ist auch ganz schön, brauche ich nicht, aber kann ich. Kloster? What the ist ein Kloster? Ist egal, ich baue es. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire.
Unsere Truppen werden angegriffen. Was? Sehe ich nicht so. Ah ja. Gut, hier schön. Sind eure dann Leute. Alle meine Truppen Na, mal nach hier. Bewegung! Los geht's! Wir werden jetzt eure einmal hier hinstellen mit allen Truppen, die wir haben. Sir. Und verteidigen. Marschiert! Also unseren Verteidigungswall sozusagen nach hier hinlegen. Hier kann ich aber leider keine Welle oder irgendwas hinbauen, aber wir können einen Söldnerposten, nein, einen Belagerungscamp ja hier hinbauen. Unsere Bögen werden singen. Oh, schön. Seht ihr, dass wir gerade hier so nach und nach die Leute schon mal niederschießt, die hier so rumstehen? Traumhaft. Das kann ich nicht, das kann ich auch nicht. Schön. Und da kommen jetzt noch mehr Fernkämpfer. Oh, traumhaft. So schön. Das Volk verehrt euch, Schein. Hier haben wir gerade ein wenig Probleme in Sachen Jauche. Und nein. Und dem. Und komm, machen wir noch einen Wachposten. Und noch einen. Ich bin immer noch für Pranger. Die sind am humansten sozusagen. Ihr wählt die Güter aus. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Du bringst Schweine schön hoch. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Ah ja, und ihr könnt Wie jetzt oft auch bitte, Sire? Die entsprechend hier hochtransportieren. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel so aus. Und natürlich wählt auch die Güter aus. Alkohol. Wählt die Menge aus. So. Die Güter sind auf dem Weg. Dann kann Lord. Ich nämlich hier oben. Wo war es? Was hier? Ja, eine Schenkelbahn. So. Und wir haben so viele Sachen. Oh Gott. Erstmal wieder ein bisschen Platz machen. Schaut euch mal an, wie voll das hier ist. Wir kaufen uns gerade mal ein bisschen Alkohol. Wie geht es euch heute? Gut. Mir geht es gut. Grund dafür ist auch, dass jetzt hier. Ich kann jetzt hier halt. Ah, eine Katze. Was auch immer eine Katze ist. Oh, hier kommen. Oh, so Gott, die ganzen Waffenschultern. Truppen Gehen kommen los. Hier hin. Das ist so schön. Ich habe jetzt zwar hier keine Verteidigung mehr, aber das ist auch nicht so wichtig. Glaube ich. Waffen benötigt, Shire. Waffen benötigt, Shire. Der eine Gerber arbeitet ganz schön fleißig, muss man sagen. Bereit, Shire. Nein. Dass du auch immer mitmischen musst. Auf die Plätze! Marschiert! Hast du nicht bürgerliche Pflichten, die du nachgehen musst? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hier, Feste feiern und so. Ich kann natürlich kein Gemüse und kein. Ne? Kann ich ja nicht bauen. Wählt die Güter aus. Ja, transportiert. Ganz viel. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Hier. Wählt die Güter aus. Da kommt er wieder. Ich hoffe, er bringt jetzt hier. Kann ich sogar. Wählt die Menge 20 aus. Gerade hier. Wählt das Ziel aus. So. Was machen die Leute hier im Kloster? Was genau tut ihr? Außer existieren? Hier studieren und erstellen Mönche-Manuskripte, die sie in ihren Bergfried bringen und somit ihre Ehre steigern. Cool. Ernsthaft? Cool. Kann ich jetzt Kriegsmönche bauen? Nö. Müsste ich das bei mir eigentlich hinbauen? Auf mein Land? Habe ich gar keinen Platz für sowas. Für so ein Kloster. Egal. Haben wir noch was? Ich möchte ja viel zeigen. Was bist du denn? Eine Foltergilde? Nein. Söldnerposten, so. Was macht der? Vogelfreie und piktische Boots. Was ist denn ein piktischer Bootskrieger? Wo bist denn du? Piktischer Bootskrieger? Was ist der denn?
doch einen gebaut. Oder müsste ich dich eigentlich hier ans Wasser setzen, damit das funktioniert? Nee, macht ja auch keinen Sinn. Aber so ein Bootskrieger? Hä? What? Da! Da kommt er! Ernsthaft? Geht klar. Kannst du übers Wasser fahren? Das wusste ich ja noch gar nicht. Komm, zeig dich mal. Sag mir nicht, dass diese Nussschale da hinten dein Boot ist. Nein, wie cool. Ich bin begeistert. Den kann ich auch vom Seeweg her aus angreifen. Nein, wie geil. Oh, denn hier... Go. Rekruten, was sind denn ein Dieb? Dieb. Der Dieb bleibt lieber außer Sichtweite, ist jedoch für den Fall einer direkten Konfrontation mit einem Schwert bewaffnet. Diebe können die Schatzkammer des Feindes entsandt werden, wo der den Bauern wegnimmt. Dort angekommen steht hier Gold und transferiert sie in die Schatzkammer. Der Dieb angreifen muss halt der Feind ihn ausgewählt haben, denn enttarnen. Wachen können Diebe durchschauen, sollten immer noch auf achten, Bauern merkwürdig verhalten. Sie auch Söldnerposten. Ah, cool. Was es alles gibt. Zack, zack. Wir bewegen uns. Geht mal nach dort. Nicht, dass ihr jetzt... Ich muss nur aufpassen, nicht, dass sie von den Armbrustschützen getroffen werden können, dort oben. Gehen in Stellung. Vollidioten. Bogenschützen in Bewegung. Haben sie jetzt ja schön ihre eigenen Truppen angegriffen. Glückwunsch, Leute. Achtung! Marsch! Sire? Nee, die... Drei? Waffenbrüder, vorwärts! Und ihr seid jetzt mal die vier. Ziehen los! Ach ja, stimmt. Hier könnte man ja eigentlich mal eine... was gegen Ratten aufbauen. Und gegen Jauche. Ein Bauer hat das Gesetz und gegen Feuer. Mein Herr. Könntet ihr eigentlich... Ich baue mal noch ein paar... 1, 2, 3, 4, 5, so. Wir sind man kann nie genügend Katapult haben. Was ist denn so eine Katze? Was macht die? My Lord, bewegen uns! Langsam sein? Ach, ich glaube, kann ich da welche reinschicken? Nee. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die schützt, weil das sieht so aus, dass die Pfeile abhalten könnte. Wie können wir dienen? Kann ich die hier so draufstellen, sozusagen? Brechen auf! Und dann sind meine Truppen geschützt gegen... Feindesfeuer? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sieht sehr danach aus. So gerade gegen größere Feuer wie Katapulte oder dergleichen. Bogenschützen, vorbereiten! Hauptsache, sie können auch schießen. Das weiß ich nicht, ob die jetzt einfach dran vorbeischießen können. Toll. Macht eure... Macht nur eure Sachen kaputt. Das ist euers, nicht meins. Skrotum. Genau. Genau, das ist die richtige Aussage. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Mehr als genügend, sage ich mal. Das bedeutet hier auf 20. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Und ihr hier wählt auch. Die Güter 20. Aus. Wählt das Ziel aus. Und ihr hier, Schweine, haben wir so bald 40. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Schweine im Weltall. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Also, wählt die Güter aus. Den Wein aus. Gut. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Und hier 50 haben wir schon. Ja, das ist natürlich die Entfernung. Die Güter sind auf dem Weg, macht er natürlich ordentlich was dazu. Was ihr hier macht, frage ich mich. Außer rumstehen. Ach, ihr hättet jetzt wissen, könnt es nur nicht hinbringen. Ja, pass auf, dann wollt ihr auch nicht rumstehen. Das bringt's denn ja auch nicht. Das müsste ich auf meinem Gebiet hier haben, aber dafür habe ich keinen Platz. Ist auch egal. Ist nice to have und so, aber... So, ihr fahrt mal nach hier. Geht, fahrt, mir wurscht. Bewegt euch dorthin. Baumeister zu Diensten. Wir haben sicherlich wieder einiges an Waffen produziert. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire.
Hier können wir mal den Gottesdienst ein wenig hochdrehen. Wie sieht es mir mit Alkohol aus? Sehr gut. Prüft die Waffen! Marschiert! Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich glaube, dass die hier völlig nutzlos rumstehen, da die ja nicht für die hier arbeiten, also für die da drüber. So, dann könnt ihr nämlich euch mit anderen Sachen betätigen, wie zum Beispiel dem Auffinden von Jauche und von Ratten. Das passt da nicht hin, und mein Lord. Von Feuer. Das passt Hallo? Da Feuer. Nicht hin, Feuer. Mein Lord. Sehr gut. So, was sagt eigentlich unser Lager? Ich muss immer mal ein bisschen gucken, denn wie ihr seht, macht das gerade alles unser Lager extrem voll. Und ich weiß auch nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Hier habe ich schon 20.000. Ich produziere ja auch gerade Öl, wie bekloppt. Ich kann hier zum Beispiel Käse verkaufen auch mal. Und das Öl kann ich schon gar nicht verkaufen, was ich hier, den ganzen Pech, den ich hier bekomme. Das heißt, ich müsste auch mal aufpassen, dass ich den Pech nicht mehr transportiere. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Das lädt mir einfach nur das Inventar voll. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Ansonsten sieht das Ganze. Ich habe schon 120 Pech, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Kann ja momentan überhaupt gar nichts bauen damit. Kann keine Pechfallen bauen, kann keine. Ja, ne? Geht alles nicht. Nee, kann nichts bauen. Dafür sind dann die langsam mal dort angekommen. Oh ja, hier sind sie. Das ist so cool. Aber ich glaube, die können da gar nicht anlanden, weil das so ein. Alles so hoch ist. Also die Idee ist ganz. Lustig, aber das ist auch alles. Rühr! Rühr! Stra! Stra! Hagre. Falls jemand von euch diese Sprache kennt, schreibt mir mal bitte, was das für eine Sprache ist und was die Leute sagen. Bestimmt nutzloses Zeug, aber es würde mich interessieren. Wählt die Güter aus. Und wie sieht es sonst so aus? Rauchrattenjagd, alles super. Und hier ist auch so rappelvoll das Lager hier oben. Siehst bestimmt, da schaut euch mal an, wie voll das hier ist mit Gänsen, mit Aalen und mit Schweinen. Weil die Leute gar nicht hinterherkommen mit. Wo ist denn mein. Wo ist denn schon wieder mein. Mein Bergtyp hier? Wo ist er denn? Da. Geh mal bitte zurück. Du hast bürgerliche Pflichten, denen du nachgehen musst. Solange kann ja auch zum Beispiel kein Fest passieren, glaube ich. Solange er dort nicht rumsteht. Kein Wunder, dass den jetzt hier das Lager hier überquillt. Kann auch nicht sein. Kommen wir da hin. Apropos, wo kommen wir da hin? Wie sieht's denn aus? Waffen hier, benötigt, machen wir noch ein paar Nahkämpfer. Sire. Rekruten benötigt, Sire. Der kann sogar ein Pferd. Ach, schön. Der könnte jetzt auch mit Pferd. Wäre natürlich mit Zacken schneller. Und schon. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Und jetzt gehen die ja nämlich los und sind ja fleißig am Essen basteln. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wird hier rumgelungert? Sag mal, dafür bezahle ich euch aber nicht. Tis, tis, tis. Ach, komm, wir haben so viel von allem. Wir sind jetzt dreist. Wir bauen jetzt hier noch ein Burgfräulein-Gemach. Irgendwohin da. Und ich habe so viel Geld. Hier. Ganz viel Stoffe. Ich müsste das Pech irgendwie loswerden können. Schönen Nachmittag, Sire. Wir haben noch die Kerzen und das Bier und alles. Und oh, ist ja so. Und dann haben wir nämlich auch noch Tanz hier, genau. Essen haben wir auch ganz, ganz viel. Da ist das Lager natürlich auch hier rappelvoll. Ich glaube, ich baue einfach mal noch einen weiteren. Nein, einen weiteren. Ein weiteres Fortlager.
Ja, ihr bist doch eh gerade arbeitslos. Ach komm, als ob ich euch bräuchte. Doch da unten. Der Brunnen wird auch mal umgelagert, ganz kurz. Was bist du eigentlich? Ich weiß immer noch nicht, was das Teil hier soll. Ich könnte nachlesen und so. Ja, ich weiß, aber... Oh, was? Oh, hier ist so viel los gerade. Deswegen kann ich hier nicht hinbauen. Das passt da nicht hin, my lord. Das passt da nicht hin, mein Lieber. Was? Ich kann nur drei haben? Achso. Was ist jetzt hiermit? Wieso ist das, wieso kann ich hier nicht reinschauen? Wieso kann ich denn hier nicht reingucken? Ach, ist mir auch wurscht. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt hier langsam wieder unsere Armee noch vergrößert. Ja, wir vergrößern sie mal noch um ein paar mehr Truppen. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Und marschiert! Mit dieser riesigen Armee werden wir jetzt gleich einmal hier einfallen. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr schnelles Ende sein. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja noch irgendwelche Überraschungen für uns bereitgehalten. Bis dahin, oder beziehungsweise das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.